Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Let's Go to the City. Mal wieder abends, weil ich einfach mal Lust habe auf so einen richtig chilligen Abendpart. So, wir haben Post. Was haben wir für Post? Oh mein Gott. So viel Post. Und wir haben vor allem den Cursor nicht so schön. So, jetzt... Nee, immer noch nicht. So. Okay. Stimmt, wir hatten Briefe versendet. Manu. Ah, Niklas. Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut. Ich habe nach einem Geschenk gesucht, das perfekt zu dir passt. Ich werde nichts verraten, Manu. Okay. Von allen haben wir Geschenke bekommen. Auf jeden Fall sehr cool. Niklas, ich liebe Überraschungen. Ich liebe Geschenke. Ich war ganz gerührt. Bitte nimm im Gegenzug dieses Geschenk an. Gefällt es dir? Sag schon. Viele Grüße, Geralt. Ja, werden wir gleich auspacken. Und noch Rosi. Niklas, Tee, Überraschungsgeschenke sind die besten. Rate mal, was dem Brief beiliegt. Überraschung, ein Überraschungsgeschenk. Hoffentlich freust du dich, von Rosi. Ja, mal schauen, mal schauen. Also ich habe ja Obst verlangt. Mal schauen, ob vielleicht uns irgendwer schon Obst geschickt hat, das wäre cool. Aber ich nehme auch gerne alles andere an, weil ich habe eigentlich noch gar nichts. Ich habe so gut wie noch gar nichts. Eine Hundehütte. Ui, okay, cool. Ein Korbtisch. Oh, das ist nice. Das ist nice. Ich mag Korbmöbel. Und ein Spülbecken. Und da ist auch Manu direkt. Hey. Was hat Manu uns immer geschickt? Manu müsste dann... War der zweite Brief, oder? Nee, der erste Brief. Du hast uns eine Hundehütte geschenkt. Warum? Hallo. Was ist los, Heiß-N? Hey, man. Was soll ich mit der Hunde... Egal. Geliefert. Was auch immer. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wir haben wohl irgendwas abgeliefert. Oh, sehr gut. Du hast es erledigt. Hey, man. Oh, stimmt ja. Ich habe hier noch eine Belohnung für dich. Hier, nimm diese Tafelhälfte rechts. Danke, Heiß-N. Hey, man. Ja, gerne. Ich glaube, wir haben Geralt was geliefert, oder? Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, um ehrlich zu sein. Es ist schon so lange her. Und jetzt haben wir einen weiteren Tisch. Wir haben schon so viele Tische. Aber der Korbtisch ist wunderschön. Es ist nämlich so ein Sofatisch. Weiß ich zwar noch nicht ganz, was wir momentan damit anfangen sollen, aber das ist ein richtig cooles Item. In New Leaf sind die Korbmöbel ja sogar besonders. Da kriegt man die ja nur auf der Insel. Hier sind es auch ganz normale Möbel. Ja, ein Spülbecken, das passt durchaus so ein bisschen zu der Toilette, aber hauptsächlich auch zum Kühlschrank. Das heißt, wir können uns schon eine halbe Küche einrichten. Vor allem auch wegen dem Zitronentisch da, diesem, nee, wie auch immer der jetzt nochmal genau heißt. Das passt auch schon ganz gut dazu. Also wir haben auf jeden Fall schon mal so eine kleine Küchenecke. Das ist doch schon mal vielversprechend. Also wir haben schon mal unsere Grundbedürfnisse abgedeckt. Wir haben eine Toilette, wir haben einen Kühlschrank, wir haben ein Spülbecken. Jetzt brauchen wir nur noch ein Bett. Gut, das Bett haben wir theoretisch noch oben. So, wir haben auch eine Tafelhälfte rechts. Also ganz ehrlich, das weiß ich jetzt nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, das verkaufen wir mal. Wobei, wir haben jetzt einen Schrank. Wir können das jetzt erstmal da reinpacken. Für den Fall, dass wir da das irgendwann mal brauchen wollen, so, dann haben wir eine Tafelhälfte rechts. So. Hundehütte ist, glaube ich, auch eher was für den Schrank, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Es ist jetzt, naja, es ist eine Hundehütte. Weiß ich jetzt nicht, was die in meinem Haus soll. Nee, komm, die packt meinen Schrank. So, das könnten wir eigentlich auch mal wegpacken. Denn wir haben jetzt hier die Herzenlampe. Der ist hier so schön stuckelig wird. Das heißt, das packen wir alles mal weg. Ja, ich möchte heute so eine kleine Nachtfolge machen, mal ein bisschen sentimental und so und chillig und über Gefühle reden. Nein, vielleicht, mal schauen, ich habe noch keine Ahnung. Mal so ein bisschen themenmäßig unterwegs sein. Dafür ziehen wir, glaube ich, mal das Funkeloutfit an. Wo ist mein... Achso, meine Angel habe ich schon ausgerüstet. Ja, ich habe gerade meine Angel gesucht, tatsächlich. Sorry. Dessen war ich mir nicht so bewusst. Haben wir hier so eine graue Hose an? Das sieht ja so kacke aus, ne? Aber hier können wir halt die Hosen nicht ändern. Das ist halt nicht New Leaf. Das ist, ja. Muss man sich halt mit abfinden. Ja, wir werden jetzt mal so ein bisschen angeln. Denn wir brauchen Money. Da ist der Geralt. Das Doofe ist nur, man kann zwar. Na, oh Gott. Das ist mein Problem, genau. Man kann zwar super bei Animal Crossing währenddessen ein bisschen offscreen, also off-topic reden, aber naja, wenn man dann währenddessen angelt, geht es auch nicht immer so gut, weil man sich dann darauf konzentrieren will, dass man den Fisch fängt. Das heißt, es wird wahrscheinlich 1000 Unterbrechungen dann geben, wenn ich gerade einen Fisch an der Angel habe.
Weshalb ich meine Sätze tausendmal neu beginnen werde. Ob es dann da so cool ist, darüber über irgendwas zu reden, ich weiß ja nicht. Nee, aber Animal Crossing ist ein perfektes Projekt, um so ein bisschen Vlog-mäßig zu machen, ohne den V-Teil. Weil ohne Cam und so. Nee, ich sitze hier gerade sehr weil ich selber mich... Weil ich zu aufgeregt rede. Und Sachen betone, deswegen verkacke ich gerade alles. Manu. Ja, die Animal Crossing Musik passt super dazu und die Atmosphäre generell. Man ist ja halt sehr chillig und läuft einfach nur ein bisschen rum und sammelt Sachen und das ist halt eine super Atmosphäre dafür und Sternenhimmel. Leute, die mit einem reden wollen. Es ist einfach super schön. Ich glaube, da mache ich auch aus diesem Projekt werde ich auf jeden Fall auch mal ein paar Togethers machen, dass man eben genau sowas hier macht und währenddessen mit anderen Leuten quatscht. Ich glaube, das ist echt cool oder halt so monologartig, wie ich es jetzt heute vorhab. Ja, es bietet sich wunderbar an. Also eine Art Podcast, nur halt mit Animal Crossing Content nebenbei, weil wir es halt sowieso machen müssen. Ui, wir haben unseren ersten Fisch heute Abend gefangen, es ist eine Dose. Geil. Das freut mich. Naja, ich wollte generell noch mal so... Ja, so ein bisschen auf meine Persönlichkeit hinaus und... Ich weiß nicht, so alles, was dranhängt. Mit Emotionen und allem. Mit der Frage, was macht mich glücklich? So richtig deepen Shit halt, weil... Ich weiß nicht, ich habe gerade so eine Phase. Also, gerade vor 10 Minuten angefangen. Nicht so von wegen, ich habe jetzt voll die Down-Phase oder sowas. Nein, sind diese sentimentalen Momente und Animal Crossing passt da hervorragend zu und auch schön zur Verarbeitung dieser emotionalen Momente, wo man sich selbst schön hinterfragen kann. So eine kleine Selbstreflexion, Reflexion, das ist eigentlich immer ganz cool. Ja, ich habe ja schon öfter wahrscheinlich auch thematisiert, aber auch selber darüber nachgedacht, mit diesem Let's Player-Hobby und ich bin nur vorm PC und sowas und dieser, ich nenne ihn mal Druck der Gesellschaft. Das habe ich jetzt letztens wieder festgestellt in meiner Firma, beim Kaffee, wo dann einer der älteren Leute da gesagt hat, also hier, Schutzbefohlene so gesehen, die halt mitten im Leben stehen, die, was weiß ich, 40, 50 Jahre alt sind, schon ein, zwei Kinder haben und ja... Halt dann diese ganzen tollen Lebensweisheiten raushauen, von wegen, ja, hier, oder beziehungsweise, das ist nicht Lebensweisheiten, so Lifestyles, von wegen, ja, hier, ich bin mal froh, wenn meine Frau mal einen Tag irgendwie auf einer Fortbildung ist, dann holt ihr meine Kiste Bier und kann endlich mal in Ruhe abends Fernsehen, Fußball gucken, ne. Halt so richtig Klischeehaftes, das ist auch so eine Sache. Richtig klischeehaft, so Männer-Frauen-Klischees und sowas und... Rollenverteilung und alles, was da so dranhängt. Und dann geht's halt auch wieder um die heutige Generation und dass sie ja nur noch vorm PC sitzt, beziehungsweise nur noch zu Hause. Kommt wieder dieser Gedanke, der da mitschwingt, früher war alles besser. Von wegen, ja, man hat an der Tür des Freundes geklopft und man hat zusammen Fußball gespielt. Ja, da gab's nachmittags keine Spielekonsole oder Internet, nein. Da hat man den ganzen Tag auf dem Bolzplatz verbracht. Ja. Und man sitzt halt daneben und denkt so, ja, schön. Das war halt früher so. Das war sicherlich auch cool. Und so ein Teil davon hat man ja auch noch mitbekommen, aber... Es ist halt einfach eine andere Generation mittlerweile. Und... Ja. Ich finde das auch nicht schlimm. Weil man sich eben eine eigene Welt aufbaut. Das ist das allergrößte Problem. Was erwachsene Menschen... beziehungsweise unsere Mütter und Väter immer noch nicht so ganz verstehen können. Dass man sich selber eine eigene Welt aufbaut. Und das ist auch das Problem mit Internetbeziehungen zum Beispiel. Ich weiß nicht, also früher... Ich fange gerade erstmal den Fisch, ich will mich darauf konzentrieren. Oh, super. Früher wollte ich halt auch auf keinen Fall eine Internetbeziehung haben, weil ich dachte, okay, du verliebst dich irgendwann in jemanden und der ist... Kilometer weit von dir weg und du siehst sie nicht oft. Natürlich kannst du es nicht steuern, das ist genauso passiert. Und das habe ich vor allem bei den Eltern meiner Freundin gemerkt.
dass die halt auf dieses Thema Internet und Internetkontakte, die verstehen das einfach immer noch nicht so, wie wir Kinder, die einfach selber da drin sind und einfach dran aufgewachsen sind. So wie man halt vielleicht früher Freunde ausschließlich über die Schule kennengelernt hat oder halt mal, wenn man nachmittags irgendwie tanzen war oder im Fußballverein war, was ja auch immer noch durchaus der Fall ist. Und immer noch wahrscheinlich 70-80% der Freundschaften werden in der Schule geknüpft oder im Kindergarten oder in der Uni oder was weiß ich, wo man sich halt beruflich, karrieretechnisch trifft. Aber das Internet spielt halt einfach eine zunehmend größere Rolle und auch schon für Kinder, heranwachsende Jugendliche und Jugendliche ist das wichtig. Ja, und da habe ich es bei meiner Freundin halt ganz besonders gemerkt. Sie hat halt erstmal diese strengen Internetzeiten, was für Kinder absolut in Ordnung ist. Wenn man, ja, da ist ja diese Grenze zwischen Helikoptereltern und wirklich einfach nur sorgsame Eltern. Das war da bei ihr zum Beispiel auch ziemlich fragwürdig in meinen Augen. Wobei ich die Mutter schon verstehen kann. Aber es ist im Endeffekt das Problem gewesen, dass sie im Endeffekt im Internet nichts durfte und dann, wenn sie dann mal im Internet war, auch immer direkt so, ja, es ging halt darum, dass es keine richtigen Kontakte sind und dass man internetsüchtig wird. Das habe ich halt vor allem oft von ihr geschrieben bekommen, dass ihre Mutter sie wieder als Internetsuchti bezeichnet hat, weil sie eben mit mir schreiben wollte. Und da war es schon mehr als einfach nur ein Internetkontakt, das war mindestens mal Freundschaft. Und ja, die Eltern haben dann einfach gesagt, ja, nee, wir nehmen dir jetzt deinen 3DS ab oder mit was weiß ich, was du da damals geschrieben hast. Oh, da war doch ein Insekt dran. Hm, okay. Nein! Fuck. Ich hoffe, ich rede ihr jetzt gerade nicht zu persönliches Zeug hier raus. Aber ja, es ging im Endeffekt halt darum, dass sie nicht verstanden haben, dass es eben auch ein richtiger Kontakt ist und dass es auch richtige Freundschaft ist und jetzt sogar Liebe geworden ist und dass das, nur weil es über das Internet passiert ist, nicht weniger wert ist und nicht weniger lange halten kann. Natürlich ist es deutlich schwieriger, sich im Internet ordentlich kennenzulernen. Andererseits hat es auch absolute Vorteile, weil man eben zum Beispiel jemanden erstmal über seine Persönlichkeit kennenlernt. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man die ganze Zeit mit einer Person chattet und dann plötzlich ein Bild bekommt. Das kann absolut nach hinten losgehen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber es fördert theoretisch erstmal vor allem auch einfach so ein bisschen das Charakterliche. Man achtet eher darauf, ob man sich versteht, wie man sich versteht, ob man miteinander harmoniert. Man achtet in dem Fall nicht nur auf Äußerlichkeiten. Das ist gerade absolut moralapostel-technisch Zeugs. Ich bin eigentlich absolut kein Fan von diesem, ah ja, aber die inneren Werte. Aber ich finde, gerade im Internet kommt das durchaus raus. Weil man eben, wenn man nicht sofort Bilder tauscht, wenn man chattet, weil man dann eben nicht direkt, das ist ein bisschen wie beim Lesen halt. Das ist ja im Endeffekt Lesen. Man liest ja die Nachrichten des anderen. Es ist halt durchaus so Internet versus Reality und Buch versus Film. Man hat halt, wenn man sich direkt trifft, direkt ein Bild vor Augen. Und mit diesem Bild direkt ein Klischee meistens. Dann kommt jemand an, was weiß ich, mit einer Brille, Zahnspange, so richtig schön. Keine Ahnung, Nerd-Style halt. Das ist halt auch schon wieder klischeehaft. So wie man sich so ein Mädchen aus der USA vorstellt, die das erste Jahr auf die Highschool geht und halt richtig fertig gemacht wird, weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht. Dazu noch immer ihre Schulsachen rumschleppt, schön brav gekleidet. Ne, das ist, genau das hat man dann im Kopf. Und im Endeffekt ist sie vielleicht total anders. Ich denke da gerade an American Pie. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Ich glaube, ich bin da irgendwie bei, was weiß ich, Malcolm mittendrin oder sowas. Oder Scrubs, die Anfänger, irgendwie in so einer Serie spielt die, glaube ich, mit. Ich weiß es nicht, aber so
dass man einfach dann total anders von der Persönlichkeit her ist, als dieses Bild, was man sich selber im Kopf gemacht hat. Was ja auch das Problem mit den meisten Filmen ist, wenn man sich dann denkt, oh geil, ich habe jetzt das Buch gelesen. Ich bin dann mal sehr gespannt, wie der Regisseur das Ganze so umgesetzt hat. Und dann sind einfach die Charaktere schon so total anders, als man sich die vorstellt. Ja, und Niklas, sorry, da stimme gerade eine Sentimentalität hier. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen. Sorry. Pass mal auf. Wie wär's denn, wenn wir irgendeinen geheimen Supergruß ausmachen hier, den keiner sonst kennt, ja? Ja, wir müssen uns mal was ausdenken hier. Ist halt absolut genial. Pieps! Okay. Ja, hab ich angesteckt. Was? Ja, jetzt muss hier nur noch der Geistesblitz einschlagen. Mein Gott. Was kann denn der Samson hier mal so ein bisschen... Oh, da oben ist ein Geschenk, aber wir kommen eh nicht dran, weil wir keine Schleuder haben. Okay. Ja, ich bin gerade sentimental und nicht kreativ, deswegen sagt jetzt auch einfach Yo, Bro. Vielleicht einen coolen Smiley, so irgendwie sowas. So. Ja, hier kommen noch 3-Dollar-Zeichen, so von wegen, ja, hier, Money, Bitch. Passt schon. Ah, Yo, Bro, ja, ey, wie findest du das so? Gut? Ja, ich würde gerne auf Ja drücken, aber... Yo, Bro, ja, das hat Schärfe, was? Ja, geil, ja, jetzt werde ich mal meinen Mordschatz damit sprenkeln. Und der Jan ist ja auch lustig dabei, cool. Ja, Samson, du hast meinen Kreativfluss unterbrochen. ja, es ging auf jeden Fall darum, dass man das im Internet einfach... Ja, es ist eigentlich schon persönlicher einfach, weil man sich eben einfach darauf konzentriert... was man durch das Schreiben einfach so aufschnappt. Also, keine Ahnung, hat die Person denselben Musikgeschmack? Was mag die Person sonst so? Passen wir charakterlich zusammen? Das ist halt auch so eine Sache, die da ganz wichtig ist, weil man, das kann man natürlich auch persönlich rausfinden, klar. Aber durch so persönliche Gespräche ohne irgendwelche voreingenommenen Sachen, das ist einfach... im Internet deutlich einfacher möglich. Das war mein Plädoyer für das Internet. Ja, und wie gesagt, worauf ich halt hinaus wollte, dass das Erwachsene manchmal immer noch nicht so ganz verstehen. Dass man sich da einfach diese eigene Plattform bildet und dass man da neue Kontakte kennenlernt. Und das ist eine wahnsinnig große Möglichkeit. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig große Gefahr. Es lauern ziemlich viele... Ziemlich viele richtig kranke Menschen da draußen, die über das Internet natürlich plötzlich rasend schnell mit einem Kontakt aufnehmen können, ohne dass man das steuern kann, dass man das will. Und deswegen ist es auch verdammt gefährlich, natürlich. Aber das Internet bietet einfach so viele Möglichkeiten, sich selber bewusst zu machen, was man eigentlich selber will, was man ist und was man für eine Persönlichkeit hat, mit welchen Persönlichkeiten man gut klarkommt und welchen nicht. Dabei helfen auch solche Selbstreflexionsvideos oder solche Videos von anderen Leuten. Ich finde zum Beispiel auch immer sehr interessant, Hannibal dabei zuzuhören. Auch wenn es oft ziemlich krass und deep klingt, aber... Ja, ich weiß nicht, es ist halt wirklich interessant zu hören, wie andere Leute darüber denken. Und wahrscheinlich rede ich genau deswegen gerade selber sowas. Und weil ich halt gerade selber sentimental bin. Ja. Und ich weiß nicht. Ich finde, das müsste man der älteren Generation einfach irgendwie nochmal richtig deutlich machen. Und nicht nur die Gefahren, sondern auch definitiv die Chancen von neuen Kontakten im Internet rausstellen. Ich will damit nicht sagen, dass die Mutter meiner Freundin irgendwie total kacke gehandelt hat, dadurch, dass sie ihr den Zugang schwer und meistens auch verboten hat und wir dadurch nicht viel schreiben konnten zu einigen Seiten. Aber man sollte sich auf jeden Fall ganz klar sein, dass man eben nicht nur diese schlechten Seiten hat. Und ja, ich weiß nicht, ich drehe mich im Kreis. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Naja. Ich glaube, ich gebe gerade erstmal so Fische ab, die wir hier neu haben. Ich weiß nicht, ob wir jemanden neu haben dabei hier. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich gehe einfach mal gerade gucken. Das Internet ist sowieso wahnsinnig schwierig. Es hat einfach diese Pro-Kontra-Seiten. Es ist
Man kann halt einfach so viel über sich selber rausfinden. Das ist wirklich... Das nutzen viele auch einfach nicht. Sondern sehen das auch einfach nur immer als Gefahr. Man hat diese Möglichkeit, sich selber herauszufinden. Ich würde mich jetzt selber... Moment, was haben wir hier für Fische? Noch nicht. Ich glaube, ich hatte einen Flussbarsch gefangen, ne? Ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel mit mir und Island. Ich interessiere mich mittlerweile wahnsinnig für dieses Land, für diese Insel. Einfach wegen dem Internet. Ich muss dazu die ganze Story erzählen, wie es genau gekommen ist eigentlich. Haben wir einen Hasel schon? Ich glaube schon, ne? Einen Flussbarsch haben wir auf jeden Fall noch nicht. Nanu, der Hasel wurde uns bald geschiftet. Ja, ich täusche mich nicht. Und sie waren die edle Spender. Ja, ich kann nicht mal reden. Sondern nur langsam reden und nicht so schnell. Und, noch was? Ja. Oh, ist dem so? Ja, dann Spannung reicht. Zeigst mich hier, Flussbarsch. Oh, ein Flussbarsch, in der Tat. Flussbarsche sehen durch ihre gezackten Rückenflossen sehr hartgesotten aus. Wissenswerter Fakt. Als Jungfische stellen sie sich auf den Kopf und verstecken sich so zwischen Wasserpflanzen. Aber es ist ja auch klar, dass eine so hartgesottene Fische so von klein auf clever sind. Aber abgesehen davon danke ich Ihnen im Namen des Museums. Blablabla. So, was wollen Sie über Island sagen? Ja, hast du sonst vielleicht noch, Keulkarpfen sollten wir schon haben. Eine Klische meine ich auch schon. Oktopus bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ja, okay, gut. Ich glaube, sonst sollten wir jeden haben. Ich gucke nochmal gerade kurz durch die Liste durch, aber ich glaube schon. Nein. Ich möchte nur nochmal kurz die Liste sehen, bitte. Damit wir es nochmal so checken können. Also wir hatten noch einen Keulkarpfen, Oktopus und Stint. Stint hatten wir auf jeden Fall schon. Keulkarpfen, Oktopus hatten wir auch schon. Hasel haben wir abgegeben. Plus Grundel hatte ich jetzt, glaube ich, nochmal. Klische, ja gut, ich glaube, den Rest hatten wir. Verkaufen wir das jetzt auf jeden Fall.